Willkommen bei Fototour Deutschland. Mein Name ist Andreas Patzek und ich bin unterwegs mit meinem Schwager Daniel. Das ist der junge Mann neben mir. Genau, servus. Wir sind unterwegs in Frankfurt. Er wohnt auch hier und Daniel hat hier uns einen schönen Spot ausgesucht. Und zwar sind wir, wie heißt die Brücke? Ach Gott, Flörsheim. Flößer. Flößerbrücke, genau. Flößerbrücke, genau. Von der aus hat man so den schönsten Blick auf Frankfurt mit den Hochhäusern im Hintergrund und vor uns die Ignaz-Bubis-Brücke. Das Schöne ist hier, das ist eine Brücke, wo dann auch eine Straßenbahn rüberfährt, wo man so ein bisschen jetzt in der Dämmerung ja, diese Lichtstreifen oder die verwischte Straßenbahn mit ins Bild nehmen kann. Und vor allem hat man hier wirklich die ganzen Hochhäuser in einer Reihe aufgebahrt. Ja, nicht aufgebahrt, stehen hier alle nebeneinander. Wir kennen nicht alle, Daniel kennt das Commerzbank-Gebäude, weil er da auch manchmal arbeitet. Was gibt es sonst noch? Das eine ist der Main Tower, der rechts daneben. Die Commerzbank ist das höchste. Was gibt es sonst noch hier für Gebäude, Daniel? Ah ja, Hellerbar. Wo ist denn Hellerbar? Rechts nebendran. Ach, ganz rechts oder was? Nicht ganz rechts. Das ist hier der nächste, wo auch noch, also hinter dem wo auch noch ein Turm. Ach genau, da ist die Deutsche Bank, sehen wir auch noch hinten. Genau, Deutsche Bank. Wie die Kirchen heißen, müssen wir gleich nachgucken. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Egal, wir sind jetzt im Fotografischen hier und nicht als Stadtführer. Ich habe im Moment drauf 12 mm an DX, aber meiner Meinung nach braucht man hier gar nicht einen super Weitwinkel. Ich werde gleich hier einen 16-50 nehmen. Und zwar will ich ein bisschen die Hochhäuser mit der Brücke ein bisschen näher holen. Das heißt, ja nicht mit dem Tele, aber nur mit so einer minimalen Brennweite ein bisschen näher holen. Das heißt, wenn ich ein Tele hole, würde ich es ja noch ein bisschen mehr verdichten. Verdichten ist ja ein schöner Bildeffekt. Aber mit der werde ich gleich rumprobieren, also 16-50 mm. Natürlich jetzt ein Stativ im Einsatz abends, Spiegelvorauslösung. Wenn ihr eine Spiegelreflex habt bei der DSLM, braucht man es nicht. Fernauslöser. Und ja, jetzt gehen die Lichter an. Der Himmel ist super. Morgen soll beispielsweise gar keine Wolke im Himmel sein. Das finde ich nicht so schön. Jetzt hier ein bisschen mit den schweren Wolken im Hintergrund sieht das Ganze ein bisschen düsterer aus. Hat ein bisschen was von Gotham City in Frankfurt. So, Mann, habe ich viel erzählt. Jetzt muss ich ein paar Fotos machen. Daniel, wir arbeiten.